Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Three Kingdoms A World Betrayed. Wir sind derzeit Vasall von Liu Bei und müssen mit Liu Bu gucken, dass wir irgendwie über die Runden kommen. So geil wie dieser Krieger ist, so viele, keine Ahnung, Spikes hat man auf seinen Weg gelegt. Aber zunächst einmal kommt Gongsun San und bietet uns einen Nicht-Angriffspakt an, den ich tatsächlich sogar mal annehmen wollen würde. Ja. Ein schönes Ergebnis. Denn der will tatsächlich kein Geld dafür, im Gegensatz zum restlichen Welt. So, wir sind jetzt erstmal in unserem eigenen Gebiet hier in Pengsheng angekommen. Beim letzten Mal waren wir falsch abgebogen. Und jetzt sind wir erstmal wieder zu Hause. Und können unsere Truppen jetzt hier neu aufstellen. So, ich tausche jetzt hier aus. Der ist aber auch nicht schlecht. Oh, der mag uns nicht. Ich nehme die Diaoshan, die mag beide. Haltet so, beim Spannen eines Bogens den Atem. Jetzt habe ich die Armee mal so zusammengestellt, wie ich sie gerne möchte. Vernichtet wurde Zhang Ba. Diverse Sachen. Treue versus Pflicht. Ihr veranstaltet ein Abendessen mit zwei Freunden, die zwischen den Mahlzeiten eine lebhafte Diskussion über die Natur der Treue führen. Einer behauptet, dass die Treue zu seinem Herrn der eigentliche Sinn des Lebens sei, während der andere behauptet, dass der Himmel über jedem Menschen stehe und unsere Treue fordere. Sie reden und ihr hört zu. Ich kann mich jetzt hier die Seite von ihm stellen. Eure Ausdauer fordert, dass ihr folgende Eigenschaften nicht besitzt. Also wir sind nicht treu. Das heißt, wir können uns jetzt hier... Was? Pflichtbewusstsein und Treue? Das ist schon wieder mal so dämlich. Ich weiß einfach nicht, was gemeint ist. Pflichtbewusstsein, Autorität... Ich pflichte ihm bei, weil er ein legendärer Charakter ist. Er nicht. So, das ist jetzt die Logik hinter meiner Entscheidung. So, da, la. Vielleicht werden sie durch ja mit der Zeit bessere Freunde. Das wäre ja auch was Schönes. So, Ernennungen ist mir alles gerade eben egal. Wir müssen weiterhin hier neue Truppen ausbilden. Und ich möchte jetzt mal gucken, was diese Jungs so drauf haben und das Mädel. Du hast Gebrüll der Bestie. Das ist ein sehr, sehr guter Skill. Genauigkeit, Feuerrate für Fernkampfeinheiten. Feuerpfeile und Nachtkämpfe sowie Tapferkeit. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal einen Typen, der auf jeden Fall noch mehr Fernkämpfer benötigt. Er hat nicht die Artilleriemöglichkeiten. Er kann aber die Jian-Schwertwachen haben und ihr seht, die kosten auch nicht viel Unterhalt. Aber es gibt hier neue Einheiten, die Zhanma-Zhan-Infanterie. Oh. Die macht derbe Schaden. 37 und 36. Gut im Nahkampf. Rundumangriffe. Scheibenkleister. Ich weiß, was ich haben will. Aber erstmal müssen hier nochmal ein paar Bogenschützen rein. Und dann müssen die hier getauscht werden. Ohne Witz. Die müssen getauscht werden. Ich möchte das haben. Einfach nur, weil es geht. So, und was kannst du? Willkommen. Sie kann von Anfang an hier inspirierender Schub, verringert die Abkühlzeit von Fähigkeiten alle 2 Sekunden. Okay, dann hat sie noch Gerissenheit, Guerilla-Aufstellung fürs eigene Gefolge. Und sie hat hier noch schaltet den Auftrag bei pflichtbewusste und unbestechliche Charaktere belohnen. Okay. Ja, sie ist dann nicht so beeindruckend, aber ja, ich finde sie irgendwie ganz lustig. Also lassen wir sie mal einfach mal mitnehmen. Wir brauchen auch noch ein bisschen mehr Infanterie. Warte mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Infanterie. Also eigentlich haben wir genug Infanterie. Und sie kann Artillerie benutzen. Welche Freude. Ja, machen wir erstmal den Turn jetzt zu Ende. Haben das jetzt hier ebenfalls abgeschlossen. Können einen neuen Erlass erlassen. Das sind die Rekrutierungskosten. Das hier ermöglicht Nebelwand. Mehr Nachschub. Finde ich gerade eben äußerst wichtig in der jetzigen Situation. Wenn ich das Lager hier mache, dann mache ich nämlich davon mehr. Außerdem haben Charaktere hier, so wie es aussieht, Dinge zu melden. Ich glaube, er ist jetzt sehr unzufrieden geworden, dadurch, dass ich ihn rausgeschmissen habe. Er möchte... Oh, es gibt Titel. Wie schön. er ist momentan... Der ist jetzt ein ranghoher Beamter. Das ist jetzt alles noch ein bisschen weiter ausgefeilt worden. Aha. Begleiter?
Es macht ihn zufrieden, aha. Ja, man kann ihn jetzt als Begleiter führen. Das sorgt halt dafür, dass sie zufriedener werden. Das wusste ich noch gar nicht, dass das jetzt geht. Wie cool ist das denn? General der linken Seite. Wow. General der rechten Seite. Wow. Die Sachen hier sind gesperrt. Anforderung: Gewinnt ein Gefecht, bei dem mindestens 60% eurer Armee aus Fernkampfeinheiten besteht. Oha. Man kann also jetzt hier so entsprechende Titel freischalten durch entsprechende Handlungen. Und Entscheidungen, wie man sie schlagen will. Nice. Was ist mit dir hier? Du bist auch zickig. Wisst ihr, das ist unsere eigene Frau und die zickt rum. Fensteranzeigen mit Titeln. Ja, komm, lass uns sie reden. Sie ist jetzt ein Redner. Entschuldigung, aber das hat so gut gepasst gerade eben. Okay, sie hat jetzt auch diesen Titel erhalten. Kann ich euch auch solche Titel geben? Sie bringen ja tatsächlich echte Vorteile mit. Er ist momentan ein ranghoher Beamter. Ein ranghoher Beamter. Das ist das, was er momentan... Oberster General würde ihm noch mehr Zufriedenheit geben. Aber wir sehen, es gibt auch noch so ein paar Boni, die extrem fett sind. Unterhalt für das Gefolge kann man hier reduzieren. Gewinnt 100 Gefechte, ihr habt doch einen Schuss. Anforderung: Gewinnt 10 Gefechte mit Generälen, die 6 Bogenschützen im Gefolge haben. Gewinnt eine defensive Siedlungsgefecht. Okay, da sind schon ein paar coole Sachen mit bei. Das muss man erst mit der Zeit also freischalten. Wie zufrieden ist sie? Sie ist äußerst zufrieden mit ihrem Leben. Sie chillt einfach. Oh, und das ist ihre Rüstung. Die ist auch ziemlich gut. Ja, man kann sich ja mal anschauen, was sie da so haben. Zu den Waffen. Ja, wir beenden den Turn. Meine Güte. Das ist für alle gut. Er will einen Nichtangriffspakt und gibt mir 2000? Ja. Es erfreut uns, dass ihr Gefallen gefunden habt. Inzwischen scheinen sie den Knall gehört zu haben, oder? Es scheint angekommen zu sein. Was ich ursprünglich sagte, dass die offensichtlich einen Sockenschuss haben. Ihnen ist aufgefallen, sie wollen keinen. Gut. Naja, das ist alles nicht so wichtig. Der Kaiser entkommt! Der Kaiser hat die Streitigkeiten zwischen seinen Regenten ausgenutzt und ist in ihrem engen Griff entkommen, um loyale Kriegsherren zu seinem Schutz aufzurufen. Viele sind dem Ruf bereits gefolgt und haben ihn in die ehemalige Hauptstadt Liu Yang gebracht. Ja, mal gucken, wie lange er da bleiben wird. Das Han-Kaiserreich. Han-Marionettenkaiser gefangen genommen. Und schon ist er wieder gefangen genommen worden. Oh, ist das geil. Dieses Mal von Li Zhang. Ach ja. So viel dazu. So viel zu seiner großen, gerühmten Freiheit. Das ist euer Wunsch. So, wir rekrutieren. Ich möchte jetzt definitiv eine Artillerie haben. Und bei ihr brauche ich nochmal eine weitere Armbrustschützeneinheit. Und jetzt bin ich am Überlegen. Eine weitere Artillerie wäre echt nicht schlecht. Ich fand auch diese Einheiten nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Die hatte was. Ja, das machen wir so. Turn beenden. Da oben läuft übrigens mein Söldnervertrag, wie ich gerade eben sehe. Den muss ich mir gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wir wären keine Bedrohung für euch. Ist okay. Eure Zustimmung erfreut uns. Erstmal nicht Angriffspakt. Nehmen jeden Euro, den ich kriegen kann für sowas. Also gut, warte mal, was muss ich jetzt da machen? Cao Cao hat hier einen Stellvertreterkrieg aufgehetzt. Ja, ist alles nicht so wichtig für uns. Total irrelevanter Kram. So, was ist das jetzt hier?
Ruhm und Reichtum verachtet. Aha, wir sind momentan verachtet. Ruhm und Reichtum nimm in jeder Runde, in der ein Söldnervertrag besteht, ab. Erreicht der Wert dieser Ressource null, wird der Vertrag zwischen euch und eurem Auftraggeber, der von euch gebrochen, betrachtet und erleidet diplomatische Strafen. Ruhm und Reichtum kann nur durch militärische Aktionen im Rahmen eines Söldnervertrags erworben werden. Diese Ressource wird durch das Zufügen von verlustreichen feindlichen von Verlust der feindlichen Streitkräfte und das Überlassen eingenommener Siedlungen erzeugt. Der Wert wird mit jedem neuen Vertrag zurückgesetzt. Momentan einen Söldnervertrag von ihm hier gebunden. Von Lu Zhang. Lu Zhang. Oh, jetzt mache ich echt Minus. Jetzt fängt es an, hier echt düster zu werden. Lu Zhang, Lu Zhang, Lu Zhang. Was ist denn der Typ? Lu Zhang. Da ist er. Ach stimmt, das bin ich ja vorhin eingegangen, aber mit wem bist du denn im Krieg? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, mit wem der im Krieg ist. Naja, dann bin ich halt demnächst etwas entehrter als sonst. Muss leider nochmal den Turn einfach beenden, ne? Die Truppen sind ja noch nicht voll. Und dann werde ich mal anfangen, ihr hier so ein bisschen aufs Dach zu steigen, hier bei Pengcheng. Das ist nämlich auch ein Gebiet, was mir eigentlich gehören sollte. Das ist unser Angebot. Und ich lehne es ab. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, wenn du mir ein besseres Angebot machst. Wieder eine ganze Menge Meldungen. Ach, ich klicke einfach alle weg da. Der Kaiser findet einen Beschützer. Der Kaiser und seine Hofstadt haben sich in den Trümmern von Luoyang eingenistet und große Entbehrungen erlitten. Da ihnen die Vorräte fehlten, waren sie gezwungen, Wurzeln aus der Erde zu vertilgen. Oh mein Gott. Der Hofstaat hofft auf einen Beschützer und die Saos sind dem Ruf gefolgt. Sie haben den Kaiser nun fest im Griff. Und er hat den Kaiser zu seinem Vasallen gemacht. Man fasst es nicht. Sao Sao ist jetzt der neue Herrscher über den Kaiser. Krass. Okay, jetzt wird's mal Zeit hier. Ich kann ja aber leider, glaube ich, gerade eben gar nicht angreifen, weil ich immer noch greift die Siedlung an und nehmt sie gewaltsam an. Aktion für die Siedlung wäre in Pengcheng. Meister beistehen, Abkommen anbieten. Oh, das mag der. Ach, der ist mit dem schon im Krieg. Ah. Ich war noch nie Vasall, das ist neu für mich. Moment, das heißt, das biete ich ihm an, im Tausch gegen etwas anderes. Frohe Kunde für euch. Krieg unterstützen, warte mal, beantragt die Erlaubnis, den Krieg zu erklären. Und zwar... Wo ist sie denn? Denn Zhang, wo bist du denn? Wo steckst du dich denn? Sei nicht so schüchtern, sonst bist du das doch auch nicht. Ich finde sie gerade eben nicht. Finde sie gerade eben nicht. Oder kann ich das gar nicht? Das ist gar nicht möglich? Das wäre dann wahrscheinlich ein eigener Krieg, ne? Weil es... Ne, ich muss es wahrscheinlich anders machen. Kann es sein, dass ich es eventuell... Ah! So rum. Muss ich das machen? Bestätigen. Das findet ihr natürlich toll. Dann möchte ich dagegen bitte Garantie für Autonomie haben. Ja, die garantierte Autonomie möchte ich dafür auf jeden Fall haben. Gebiete werde ich dafür nicht bekommen können, aber ich kann ihn um eine Zahlung bitten. Mal gucken, wie viel er mir dafür gibt. Das Wichtige ist, dass er mich nicht einfach jetzt hier schlucken kann, ne? Das ist das, was wir jetzt definitiv verhindern wollen. Na komm schon, Junge. Das ist okay. Vielen Dank. So, das freut ihn. Und das hilft auch uns. Denn wir werden jetzt das hier einfach angreifen. Tja, ich greife das jetzt hier an. Keine Überlebenden. Und kann das jetzt hier einfach mal delegieren.
Daraus ergeben sich Gelegenheiten. Sehr gut. Oh, wenn ich es niederreißen würde, würde ich Kampfschwung bekommen. Aber das will ich momentan nicht niederreißen. Die gehört nun uns. So, ihr seht, der Kampfschwung hier kann nicht weiter sinken. Das ist also der niedrigste Wert. Der Vierer... der Sechserwert... Der Viererwert ist der niedrigste. Ist schon mal gut. Ist schon mal gut. Wir haben das jetzt hier eingenommen. Und... jetzt habe ich dieses Städtchen da... mit diesem Tempel umbauen und abreißen. Aber yes, please. Auf jeden Fall. Okay. Die regenerieren jetzt hier. Das Problem ist bloß, sie ist da hinten. Die müssen wir ja auch besiegen. Also ich würde einfach mal sagen, wir machen einen nach dem anderen. Ganz, ganz klarer Fall. Handelt nach eurem. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das kostet zu viel. Reißt jetzt hier mal sofort ab. Jetzt beenden wir den Turn. Ja, das sofort abreißen hätte ich mir tatsächlich sparen können, wie ich gerade eben realisiert habe. Das war ein bisschen unsinnig. Ihr wärt sicher vor uns. Muss ich aber gar nicht sein. Ein Jammer, einerlei. Ja, ja. Uns geht's doch gut. Vernichtet, Li Ju. Schlecht für ihn. Zhang Yang hat Li Zhan den Krieg erklärt. Ja, 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 alles nicht so wichtig. Folgt eurem Herzen. So, wir haben jetzt diesen Tempel hier tatsächlich und den großen Konfuzius-Tempelstadt. Das Ding habe ich noch nie besessen. Ich habe das Ding noch nie besessen. Baukostenverringerung von Wirtschaftsgebäuden. Was mache ich jetzt denn damit? Das bringt mir einfach nur Prestige und fraktionsweit Zufriedenheit. Okay. Ich hatte irgendwas anderes erwartet. Bin aber nicht unzufrieden. Schlag schnell zu! Ja, mein Plan ist es jetzt da auch noch zuzuschlagen. Sobald ich kann. Das wird im nächsten Turn sein. Denn mir geht zu langsam aber sicher die Kohle aus. Ich muss dringend etwas erobern, was auch Kohle bringt. Momentan mache ich zwar Nahrung, aber das hält sich alles noch so ein bisschen in Grenzen. Ja, ich kann erst später immer noch Nahrung verkaufen. Dies sind unsere Bedingungen. Das heißt, wenn ich mich gegen meinen Herrn aufstürzen würde, würde er mich unterstützen. Nee, ich brauche dich nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Es ist ein persönliches Ding zwischen mir und Yuan Shu. Ich mag diesen Typen einfach überhaupt nicht. Der ist irgendwie wie so eine Ratte. So, wir vergrößern jetzt erstmal unseren Einflussbereich. Hm, noch mehr Kriege. Jetzt muss ich mal schauen, komme ich da diesen Turn ran? Scheint so. Angreifen. Annektieren. Mit überzeugenden Argumenten. Also ihr seht, wenn ich Kampfschwung hätte, könnte ich diese Leute hier tatsächlich per Gespräch überzeugen, dass sie einfach annektiert werden. Ja, wir müssen halt angreifen. Tötet sie alle. Angriff. Ja, auch das kann ich einfach nur berechnen. Das ist Quatsch, das jetzt hier selbst zu spielen bei der Übermacht. Eine weitere Kerbe in meinem Bogen. So, und auch das Ding wird einfach nur besetzt. Eine gute Siedlung. Wir nehmen sie ein. Zwangswanderung. Euer General weist darauf hin, dass eine rasche Kolonisierung der annektierten Gebiets für unseren Wohlstand entscheidend ist, da viele unserer Bürger sich in den neu gewonnenen Ländereien niederlassen wollen. Er rät, die Einwanderung zu beschleunigen, indem wir das Militär entsenden, das die Massen organisiert und mobilisiert. Mit Eskorte auswandern, das gibt mehr Bevölkerung für Dong, aber reduziert die Rekrutierung. Das brauche ich aber eigentlich gerade. Ja doch, das brauche ich eigentlich schon. Ohne Eskorte gibt es bloß 10%. Bringe da aber auch... Ist doch wohl ein blanker Witz, ne?
Ich missachte diesen Rat. Ich kann doch jetzt nicht hergehen und 15% weniger Nachschub in meiner Armee dulden. Das wäre mal der blanke Hohn. So, okay, das können wir alles hier wegklicken. Wir haben endlich eine neue große Stadt, was auch automatisch jetzt hier unsere Hauptstadt geworden ist. Das Ding werden wir abreißen. Wir haben hier dadurch automatisch eine Kunstwerkstätte drinnen. Und einen Steg. Sie hat einen Level Up. Und jetzt sind wir mal überlegen, was wir da am besten nehmen. Entweder wir nehmen jetzt hier... Ja, das ist nur für eine Verwaltung sinnvoll. Oder wir nehmen das hier. Plus 25% Chance auf Gefangennahme feindlicher Offiziere. Erhöht den Schaden in der Siedlung und an Mauern während einer Belagerung. Führt hierhin zu List mit Feuergeschoss. Okay, das ist für die Artillerie wichtig. Und das hier sorgt für mehr Fernschaden und mehr Handelsabkommen. Aber nur wenn dieser Charakter Premierminister oder Fraktionsführer ist. Das führt dahin. Danach geht es hier eine Feuerrate. Fernschaden. Bringender Schaden. Und das hier ist Intuition. Das führt zu Nachtkämpfen. Okay, ich nehme das obere. Auch wenn es ein weiter Weg darüber ist, aber das obere ist auf lange Sicht besser. Habe ich den Eindruck. Und Krieger bringt noch mehr Zufriedenheit und Autorität. Brauchen wir alles nicht. Aber wir können jetzt wieder einen Erlass erlassen. Das hier bringt uns weniger Rekrutierungskosten für Speerinfanterie. Das hier bringt die Nebelwand und ermöglicht es uns später das hier zu machen. Aber dafür müssen wir diesen langen Pfad auch noch gehen. Alternativ könnten wir noch das hier machen. Oder Kavallerie noch weiter verbessern. Mehr verfügbare Armeen. Inhalt für Vorreiter. Mehr Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Nachdenken. Mehr Verwalterpositionen. Ganz im Ernst, Verwalterpositionen wären eigentlich gerade eben ganz gut. Oder wir nehmen mehr Einkommen aus Landwirtschaft. Nee, ich möchte das hier. Erstmal mehr Handelsabkommen. Denn wir können jetzt hier vielleicht mit irgendeinem Nachbarino Handel treiben. Wer wäre denn verfügbar? Das Han-Kaiserreich und Shi. Sau Sau würde am meisten Geld bringen, aber da müssen wir auch was reinpumpen. Ich nehme das da, Shi. Aushandeln. Muss das sein? Nee, der macht das nicht. Okay, dann machen wir es einfach so. Annehmbare Bedingungen. Hauptsache, wir machen weniger Minus. Das ist so unser Hauptproblem. Wir haben einfach so affig viele Charaktere. So, kann ich jetzt endlich mal Aufträge starten? Kann ich. Die Erde wächst wieder. Das Musterungsgedöns will ich nicht. Mehr Einkommen aus Landwirtschaft, öffentliche Ordnung. Weniger Korruption. Warte mal, wie viel Korruption haben wir eigentlich hier? Ich glaube, eine ganze Menge. Nee, noch haben wir gar keine Korruption. Mehr Nahrungsproduktion. Märkte stimulieren, mehr Handel. Einkommen aus Industrie und Handel. Das würde auf jeden Fall mehr Geld bringen. Ja, das machen wir. Bin ich am Überlegen, kann ich hier das eigentlich auch machen? Kann ich. Du bringst hier freie Sicht auf einen Bezirk in der Umgebung. Oh, das ist ja mal cool. Spionage. Öffentliche Ordnung reduzieren. Das habe ich ja noch nie gesehen. Aber mir geht es jetzt erstmal eigentlich ums Geld. Reduziert die Korruption, mehr öffentliche Ordnung, Einkommen aus Landwirtschaft. Ja, die wird hier nicht so entscheidend sein. Mehr Nahrung fraktionsweit. Ich kann aber auch die Komturei inspizieren, wie ich gerade eben sehe. Reduziert das die Baukosten, die Bauzeit? Ja, aber sorgt auch dafür, dass
dass die Bevölkerung ihr abwandert, das will ich natürlich nicht. Das kostet mich auch Kampfschwung. Nee, wir machen das da. Mehr Nahrung. Deutlich mehr Nahrung. Das ist momentan noch abreißen. Kann ich jetzt noch irgendwie... Wir machen 6 Nahrung pro Turn. Ich muss demnächst echt mal Nahrung verkaufen. Das Blöde ist, wir haben die... Ihr werdet sicher vor uns. Der will, dass ihr im... Ich würde ihm am liebsten sofort den Krieg erklären für dieses Angebot. Gehabt euch wohl. Wisst ihr, so ein Motto, das ist doch kein Angebot. Das ist so nach dem Motto so, der Nachbar kommt zu dir, hey, ich mach dir ein Angebot. Ich werde immer ruhig sein. Also du wirst von mir kein Wort hören, es wird nie Ruhestörung geben. Aber dafür musst du mir dein Auto schenken, ich darf mit deiner Frau schlafen und... Versteht ihr? Auf dem Niveau war das gerade eben. Yeses. Sun Jie hat eben den Krieg erklärt. Yuan Shu erklärt seine Absichten. Euch erreicht die Kunde, dass der Kriegsherr Yuan Shu sich zum Kaiser unter dem Himmel hat ausrufen lassen. Interessant, es gibt doch schon einen Kaiser. Eine solche Dreistigkeit hat viele erzürnt, doch er hat auch mächtige Adlige für seine Sache gewonnen. Das ist interessant. Wahrlich interessant. Wir haben das Räuberversteck auf jeden Fall mal abgerissen. Haben einen Baumeister bekommen. Das ist gut. Habe ich eigentlich jetzt die Möglichkeit, hier schon einen Verwalterposten? Nee, ich habe noch keinen Verwalter. Schade. Dazu müsste ich eine Stufe höher werden. Und da fehlt es uns einfach noch so ein bisschen. Wir müssen irgendjemand demnächst mal kloppen. Lohnarbeit, mehr Bevölkerung. Wie viel Bevölkerung haben wir denn? 300.000. Die öffentliche Ordnung nimmt auch weiterhin gerade eben ab. Warum eigentlich? Weil das hier nicht oben ist. Ja, dauert noch. Das wäre sinnvoll. Und jetzt geht mir demnächst echt das Geld aus. Aber wir haben da drüben nochmal einen weiteren Feind. Und den kann ich sogar direkt angreifen. Schlachtet sie ab! Mäht sie nieder! Ja, auch das hole ich mir jetzt einfach ganz ungeniert. Weil ich gerade eben da einfach rankomme. Das ist der einzige Grund. Ich besetze es natürlich. Sie hat großes Potenzial. Mal ein bisschen Kohle gemacht. So, er hat ein Level Up. Das könnte ihm jetzt hier Entschlossenheit des Gerechten, passive Stärkung geben. Dauerhaft um ihn herum auf der gesamten Karte. Was? Auf der gesamten Karte? Moment. Ausweichen im Nahkampf plus 25%. Plus 33% Nahkampfangriffsrate. What? Eine Armee kämpft härter, wenn sie in der Unterzahl ist. Also es geht nur dann, wenn der Gegner mehr Männer hat. Aber dann haben wir einen unfassbar krassen Bonus. Aus der Hölle. Man wäre ja total verblödet, wenn man das nicht nehmen würde. Das ist ja der ultimative Bonus. Der absolut ultimative Bonus, Freunde. Okay. Der ist dadurch jetzt hier so ein bisschen gefipst, der Junge, das wissen wir. Noch eine Hüterkleidung bekommen. Noch halten wir uns hier so einigermaßen auf den Beinen. Auch geldtechnisch. Was hat er hier für ein Problem? Er hat ein Level-Up. Nice. Einkommen aus Industrie für eine verwaltete Komturei. Er verwaltet ja momentan noch nicht, aber er wird einer unserer Verwalter werden. So. Okay. Oh, guck mal, wer da kommt. Wir wissen jetzt schon, wo wir hin müssen. Ganz dringend. Ganz dringend müssen wir dahin. Und ich muss auch leider ganz dringend die Folge beenden.
Er will militärischen Zug, gibt einen Haufen Geld. Jo. Es erfreut uns, dass ihr Gefallen gefunden habt. Jawollo, Kongrong. Ich habe durchaus Gefallen an deinem Geld gefunden. Das kannst du mir glauben. So, ein Turn spielen wir noch, Leute, würde ich sagen. So, dala. Zhu Zheng wurde vernichtet. Herausforderung verkündet. Der Preis des Eifers. Der Kaiser hat ein Dekret erlassen, das Yuan Shu endlich als Verräter brandmarkt und verlangt, ihn zu bezwingen. Das Streben des Kriegsherren nach dem Thron entfachte die Wut des Kaisers. Jetzt muss er die Folgen seines rücksichtslosen egoistischen Handels tragen. Ich soll also zwei Armeen oder Garnisonen der folgenden Fraktion Yuan Shu besiegen. Da bekomme ich 2000 Gold und bewahre den Status Quo als Bonus. Ja. Das ist... Wenn man es machen kann, ist es gut. Lu Zhong wurde von Yuan Zhan gemeuchelt. Der echte Krieger und Held Lu Zhong wurde vom feigen Yuan Shu getötet. Das heißt, dass der Attentäter damit beauftragte, den Prinzen bei Nacht zu ermorden. Oh mein Gott. Ich habe die Patrouille jetzt hier gebaut. Und ich will die Patrouille auch noch weiter ausbauen. Für noch mehr öffentliche Ordnung. Aber das ist zu teuer momentan. Der Junge will entkommen. Das kann er vergessen. Uns entkommt der nicht. Ich delegiere das. Der Sieg. Der Sieg. Ja, mehr reden wir auch gar nicht drüber. Die so. Pflicht ruft. Wir haben uns den Kampfschwung jetzt hier gegönnt. Und können deswegen jetzt hier wie ein Psychopath weiterlaufen. Ganz im Ernst, wir sind hier gestartet und sind jetzt hier gelandet. Das ist schon ziemlich krass, Leute. Okay, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Sie wird wahrscheinlich jetzt hier das Ackerland von Peng Cheng angreifen, was wir wahrscheinlich kaum verteidigen können. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit, tschüss und ade.